sensationelle Meldung am Ostermontag auf der Homepage der Vilstalwelle und auf allen Märklin-Kanälen. Modellbahnhersteller Märklin baut zukünftig Großlokomotiven für die ungarische Staatsbahn. Doch was ist dran an dieser Meldung? Stutzig wird man spätestens, wenn man schaut, was war denn der Ostermontag für ein Datum? Ich meine, Sie wissen ja, man muss permanent schauen, dass man expandiert. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen nicht nur in der Spurweite um TT ergänzen, sondern wir wollen jetzt einfach mal eine reelle Spurweite ergänzen. Deshalb machen wir das jetzt 1:1. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, es war ein ganz gelungener April-Scherz. Ich fand die Idee, die aus Ihrem Hause entsprungen ist, wirklich genial. Deshalb haben Sie mich sofort dabei gehabt. Ich glaube, wir müssen jetzt gegenüber unsere Kunden auflösen. Natürlich werden wir weiterhin die Spurweiten 1:87, 1:160, die Spurweite Z, die Spurweite 1, 1:23, 1:225, in all den herkömmlichen Maßstäben weiter aus unseren Werken generieren. Nicht, dass ich Angst habe, dass sie plötzlich mit 1:1-Modellen unsererseits dann in Beschlag genommen werden. Tolle, tolle, geniale Idee. Es war tatsächlich ein April-Scherz, den die Vilstalwelle zusammen mit Märklin ausgeheckt hat. Rund 200.000 Mal wurde das Video auf den diversen Plattformen am 1. April angeklickt. Aber wie Geschäftsführer Wolfrat Bächle bereits gesagt hat, Märklin wird zwar immer wieder neue innovative Produkte auf den Markt bringen, aber weiterhin im Modellbahnbereich.